Die probiere ich jetzt gleich mit euch. Ich habe eh Hunger. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Aber die für 7 Paar habe ich mir gedacht, auch mega günstig. Also ich muss sie mal aufmachen. Aber, und das da können wir ja auch noch testen, damit man den Vergleich auch ein bisschen besser sieht. Wir reden hier über Müll. Hallo ihr Lieben, jetzt gibt es noch den versprochenen Action Haul, weil ich habe ja euch Action Live auch schon mitgenommen. Ich hoffe, ihr habt das schon alle gesehen, das Video ist nämlich schon online. Wenn nicht, könnt ihr gerne mal reinschauen. Und dann habe ich euch schon im Video gesagt, drehe ich diesen, was ich denn nämlich wirklich gekauft habe, nochmal separat ab, weil ich laufe dann meistens nach diesem Action Live Haul, also wenn ich live mit euch durch den Laden laufe, wie gesagt, das Video ist schon online für den einen oder den anderen, der es noch nicht gesehen hat. Dann nochmal selber separat durch und pack mir dann noch die ein oder die anderen Sachen auch ein, weil ich dann einfach, weiß nicht, ruhiger einpacken kann, als wenn ich euch da mit der Kamera mitnehme. Weiß nicht, wenn ich euch mit der Kamera mitnehme, da bin ich total konzentriert. Was zeige ich, wie zeige ich es und, ne, wie ihr meint. Und dann nochmal so nur Lisa und nur, was will ich mitnehmen. Deswegen habe ich mir immer so vorgenommen, dass es danach halt immer noch einen ganz normalen, klassischen Action-Haul gibt. Viele mögen diesen Action-Haul auch lieber. Dieser Action-Live-Haul ist einfach auch für Neuheiten. Was gibt es bei Action? Weil ihr wisst ja, jeden Monat gibt es irgendwas Neues, mindestens jeden Monat bei Action. Eigentlich wöchentlich gibt es was Neues bei Action. Ja, wer jetzt überhaupt gar nicht weiß, was Action ist ein Kruschelladen, wo es alles gibt. Von Klopapier bis zum Make-up, bis zum Zewa, Socken, alles. Es gibt da alles und alles mega günstig. Und naja, ich heiße nicht ohne Grund Lisa Schnapper, deswegen feiere ich diesen Laden so extrem, ja. Und ich habe ja auch schon in einem Action-Live-Folge erwähnt, dass ich das Format jetzt regelmäßig, also ich, für euch gibt es jetzt regelmäßig jeden Monat, ich nehme mir das ganz feste vor, steht auf meiner To-Do-Liste auf jeden Fall, dass ihr jeden Monat also einen neuen Action Live Haul bekommt. Da laufe ich dann mit euch durch den Laden durch und zeige euch Neuheiten, was es gibt, was es Neues gibt, was ich toll finde, was ich vielleicht selber schon habe und naja, schaut es einfach selber rein. Und weil es euch so gut bei euch ankommen, die Videos, habe ich mir gedacht, okay, das bauen wir ein in meinen Kanal und deswegen gibt es jetzt jeden Monat. Also falls du mich noch nicht abonniert hast, dann abonniere mich doch gerne hier unten und am besten noch auf die Glocke klicken, dann kriegst du nämlich immer sofort eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online ist. Ja, das Action Syndrom hier, meine Sucht nach Action, kommt nämlich jetzt hier ganz regelmäßig hinzu. Sonst habe ich das ja immer so, wenn ich Bock hatte und so. Aber jetzt will ich das so richtig... Naja, ist ja auch wurscht. Wir fangen jetzt an mit dem Haul, weil sonst rede ich wieder um den heißen Brei und ihr checkt gar nichts. So ist es. Es kam einmal das beliebte Klopapier in der momentanen Zeit mit. Und ich muss sagen, bei uns sind die Klopapiere richtig gut aufgefüllt wieder. Eine Zeit lang gab es überhaupt kein Klopapier, aber jetzt gibt es wieder Klopapier. Das vom Action hatte ich, um ehrlich gesagt zu sein, noch nie. Es kostet 2,41 €, sind 10 Rollen drin, 190 Blätter einzeln auf der Rolle und wenn ich das jetzt so mal vergleiche mit, sonst kaufe ich immer beim Kaufland, glaube ich, das ist Ökopapier, ist auch dreilagig, sind nur 8 Rollen drin, kostet 1,99 €. Kommt gleich hin, glaube ich mal, wenn man das so berechnet, ja. Also wir probieren das mal aus. Was ist da drauf gemalt? Schöne Blümchen, ja. Oder Herzchen. Oder irgendwie sowas. Ja. Toilettenpapier auf jeden Fall. 2,41 €. Dann habe ich dann auch gleich mir gedacht, na, dann probieren wir das Zewa auch noch aus. Kostet 1,41 €. Auch gleich wie in der Drogerie eigentlich. Es ist dreilagig und es gibt auch noch zweilagig. Das ist ein bisschen günstiger, aber da habe ich schon oft gehört, dass das zweilagige nicht so gut ist. Deswegen habe ich mich jetzt hier für das dreilagige Zewa, wie nennt man das, Wisch und Weg, Kitchen Towel. Okay, da steht es wieder auf Englisch und mein Englisch ist eine Katastrophe. Ja, 1,41 €. Dann habe ich meinem Mann mal was mitgebracht. Und zwar ist das eine Arbeitshose. Ich weiß gar nicht, was Größe 50 bedeutet. Ich habe jetzt einfach die kleinste, was es da gab, mitgenommen. Wir können ja mal gerne zusammen reinschauen. Die war zu 7,95 €, kam die mit. Und keine Ahnung, ich dachte mir, mein Mann hat nämlich, das ist ja auch so eine Geschichte, mein Mann hat eine Jogginghose, das ist eine Jogginghose, die ist so mit so einem richtig dicken Stoff und die hat seit wir, ich glaube, ja, in dem Haus wohnen. Wir wohnen jetzt in dem Haus bald 6 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre, 6 Jahre, ne, 5 Jahre,
5 oder 6 Jahre, ich weiß es gar nicht mehr genau. Gut, ich weiß nicht, wie lange ich hier wohne. Aber auf jeden Fall, ihr wisst ja, wir haben das Haus gekauft damals und es musste alles neu renoviert werden. Also es musste alles einmal, haben wir aus diesem Haus einen Rohbau gemacht und alles neu aufgebaut. Und das eigentlich fast alles selber, beziehungsweise fast alles mein Mann alleine gemacht. Und da hat er eine Jogginghose immer angehabt, die er bis heute immer noch trägt und die schaut aus, da sind das Farbe, das Putz, da ist alles Mögliche drauf. Aber er sagt, es ist für ihn schon so, die gehört zum Haus. Und irgendwann hat er gesagt, will er die Hose aufhängen in den Rahmen. Das hört sich so bekloppt an, aber ihm liegt halt wahnsinnig viel an dieser Hose, weil die halt von Anfang an dabei war, eine Hose, mit sämtlichen Dreckflecken drauf. Aber es ist seine Arbeitshose, die zieht er bis heute noch an. Jetzt macht er ja gerade den Dachboden und auch da hat er wieder die Hose an. Aber die sieht halt auch schon aus. Und mittlerweile, wenn die dann doch mal beim Waschen ist, ja, weil diese dreckige Hose kommt dann ab und zu doch noch tatsächlich in die Waschmaschine, dann braucht er mal eine andere Hose. Und da versaut er sich gerade immer alle Jogginghosen von sich. Und deswegen dachte ich mir, er hat wirklich, normalerweise müsste ich ihm eine Engelbert-Strauß-Hose kaufen, ne? Eigentlich sollte die Lisa einmal nicht so geizig sein, aber eine Engelbert-Strauß-Hose, glaube ich, da lege ich bei 100 Euro oder so. Aber weil er so fleißig ist, sollte ich ihm eigentlich, hat er sich auch schon mal gewünscht, so eine Engelbert-Strauß-Hose. Meine Tochter, die hat, glaube ich, 3 Engelbert-Strauß-Hosen, da ist halt der Strauß drauf, ne? Und hat er schon immer gesagt, er will auch mal eine. Ja, die sind aber scheuen teuer und zum Arbeiten, dass sie dreckig wird. Auf jeden Fall ist das, ja, da könnte reinpassen. Er ist ein bisschen dicker wie ich. Ja, dicker. Ist auch so ein schmales Ding. Und bin mal gespannt, was er sagt zu der Hose. Das ist halt jetzt einfach so eine Hose. Sieht doch so ein bisschen ähnlich aus wie eine Engelbert-Strauß-Hose. Soll er sich doch nicht beschweren. Für 7,95 bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall guten Stoff. Ob die ihm taugt oder ob er sagt, Lisa, sowas ziehe ich nicht an. Das ist nämlich auch manchmal bei ihm so. Ja, ich lege die gleich mal hier offen hin. Kann er das probieren und wenn es nicht passt oder so, kann man bei Action ja alles wieder zurückgeben. So, was habe ich denn hier noch alles gekauft? Ich wurde angesteckt von diesen Yum-Yum-Suppen. Anscheinend sollen die beim Action so verdammt gut schmecken und dann aber noch mit diesem Spice-Gewürz. Spice-Chat-Spice. Naja, aber das Gewürz gab es leider nicht, war ausverkauft. Es waren halt mega viele Sachen ausverkauft. Ich habe mich voll aufgeregt. Aber dann muss ich halt nochmal zur Action. Ist ja gar nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, warum ich mich aufgeregt habe. Auf jeden Fall gibt es diese, ich nenne die immer Yum-Yum-Dinger für 22 Cent. Dann habe ich Badekugeln gefunden. Voll cool. Da sind, wie viele Stück sind da drin? 5 Stück. Ja, steht ja hier oben. 5 Stück sind drin. Riechen richtig gut. Die Mädels lieben das. Und sagen jedes Mal, Mama, haben wir was, wo wir in die Badewanne tun können? Und ja, jetzt haben wir endlich wieder Badekugeln. Für 99 Cent 5 Stück sind mega günstig. Riechen gut. Bin gespannt, wie das sein wird. Pflaster Nonplusultra. Mit Kindern braucht man das immer. Kaufe ich immer bei Action. Kosten 47 Cent. Und so. Es landet einfach mit in den Wagen. Einfach so. Genauso wie das einfach immer so mitlandet. Das ist so lecker, Leute. Es ist eine meiner Lieblingssüßigkeiten, Leute. Das ist mega. Also und in 2 Mal habe ich es aufgegessen. In 1 Mal habe ich es noch nie geschafft, weil es ist schon sehr süß. Aber im 2 Mal ist es weg. Bin ich aber voll traurig. 95 Cent und wer das noch nicht kennt, das ist, ja, das ist ein bisschen zäh zum Kauen und das ist einfach lecker. 95 Cent. Die meisten kennen es ja schon von euch. Ihr schreibt mir ja dann immer auf Instagram, Lisa, es schmeckt mir oder es schmeckt mir nicht. Oder Lisa, oder ihr markiert mich sogar voll oft auf Instagram. Lisa, schau mal, ich bin bei Action und kauf das. Ihr seid der Hammer. Übrigens, wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, Lisa Schnapper heiße ich da und da kriegst du eigentlich jeden Tag irgendwas von mir mit. Irgendwas immer. Dann habe ich diese Bärs mitgenommen, kosten 97 Cent und die Mädels mögen die voll gerne. Ja, das sind halt einfach solche Kuchenteile, wo mit Nuss-Nougat-Füllung gefüllt sind. Das ist ja lecker. Kann man nichts sagen. Nochmal eine Yum-Yum-Suppe für 22 Cent. Ja, ich wurde da voll angefixt. Aber mir fehlt jetzt dieses Just Spice. Das ist so ein Gewürz. War ausverkauft. Gab es nur noch irgendeine andere Sorte. Habe ich aber euch im Live voll auch gezeigt. Dann Klammerchen habe ich mal wieder mitgenommen. Die gehen irgendwie ständig bei uns verloren. Bei Action kosten die Gott sei Dank nur 99 Cent. Da ist es nicht ganz so schlimm, weil die Kleine, die Luana, die hat so feine Haare. Die hat alle Haare im Gesicht. Deswegen machen wir bei ihr immer noch Klammerchen rein. Die Große mag sowas nicht mehr, aber die Kleine. Immer muss ich da runter mich drücken. Machen wir das so? Nee, machen wir das so. Wir machen das hier mal komfortabler für mich. Achso, und ich habe da überhaupt gar kein System. Ich hole es einfach so aus der Tüte raus. Gell? Manche machen ja, das ist jetzt Süßigkeiten, das ist Haushalt. Ich hole einfach alles raus. Dann habe ich hier einmal Koko-Cookies. 77 Cent probiere ich jetzt zum ersten Mal. Probiere ich jetzt gleich mit euch. Ich habe eh Hunger. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Aber ich mag so Kokos.
Dinger voll gerne. Kennt ihr diese, wo mit Oblaten unten sind? Wo man auch selber machen kann, wo ganz einfach sind. Schmeckt mir richtig gut. Warte mal, ich muss mal schnell gucken, ob die glutenfrei sind. Weil meine Oma, die Kokosraspelzucker, Zartbitterschokolade, kann Spuren vom Weizen und Gluten enthalten. Ja, toll. Die kauft auch manchmal solche Dinge. Kann Spuren enthalten, heißt ja nicht. Richtig lecker. 77 Cent. Ich habe schon gewusst, dass die lecker sind. Ich mag so Kokos und dann mit der Schokolade. Und backen wir auch voll oft selber. Also gehören zu unseren Weihnachtsplätzchen dazu, was wir selber backen. Jetzt habe ich den Mund voll. Richtig gut. Dann habe ich mal gedacht, ich versuche mal so eine Thermoleggings. Sowas ziehe ich ja meistens immer an. Für meine Große, für die Bella. Gerade unter das Kleid oder so. Habe jetzt 128, 134 mitgenommen. Die hat jetzt gerade so immer eine 128. Aber ich kaufe jetzt schon vieles in 134. Deswegen hat sich diese Doppelgröße, finde ich, gerade rentiert. Es ist halt aus diesem Nylonstoff, aber Thermo ein bisschen dicker. Raus aus dem Ding. Ja, ist auch zu. Also wie eine Strumpfhose. Sowas habe ich ja auch immer. Und drinnen, ja, drinnen ist es gefüttert. Sieht man gar nichts, außer schwarz, aber ja, dachte ich mir. Wobei, dann habe ich mir auch im Laden noch gedacht, ob die da nicht wieder solche, wisst ihr, wenn man irgendwo hängen bleibt, gibt es solche Zieher, aber es passiert ja bei einer Strumpfhose auch. Deswegen dachte ich mir, ach komm, für 1,99 teste ich mal aus, ob sie den Stoff überhaupt mag. Also ich mag das ja wahnsinnig gerne. Ihr wisst ja, ich ziehe wahnsinnig gerne Kleider an. Haargummis habe ich mitgenommen, die kosten 99 Cent und das sind solche, ja, die sind hier, das sind so dickere. Also normal habe ich ja immer die, wenn man das mal im Vergleich sieht. Normal habe ich immer so ganz dünne und dann dachte ich mir, bei den Mädels sieht das fast schöner aus. Ich mag übrigens keine bunten Haare, nicht so gerne so bunte. Deswegen kaufe ich meistens immer schwarz. Auch für die Kinder. Ich meine, sieht doch immer edler aus, oder? Und auf jeden Fall sind die ein bisschen dicker. Sind 12 Stück drin und für 99 Cent dachte ich mir, komm, die probieren wir mal aus. Sowas geht natürlich hier auch immer verloren. Deswegen habe ich habe immer Ersatzgummis. Habt ihr auch immer Haargummis an den Händen? Könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr auch immer mindestens einen an den Händen habt. Weil wenn man mal putzt oder so, und ihr wisst ja, ich habe eigentlich immer meine Haare offen, wenn man mal putzt oder so und dann schnell einen Zopf macht. Oder zum Schlafen gehen mache ich mir auch immer einen Zopf. Deswegen. Oder wenn ich mal mit den Mädels wo bin und die haben ihren Haargummi verloren. Deswegen zwei, einen habe ich mindestens immer ums Angelenk. Ihr auch? Vielleicht habt ihr auch kurze Haare, dann doch nicht so wissen. Ich konnte nicht vorbeilaufen. Ihr wisst, ich hatte meine ewige Sucht nach Coloradios und ja, ich musste diese Coloradios einfach mitnehmen. Haben 1,25 gekostet und wer sie noch nicht probiert hat, Leute, wenn ihr eine Sucht wollt, dann kauft sie euch. Die sind so lecker. Die sind, oh, da war noch ein Stück vom Kokosding. Die sind wirklich lecker. Ich habe schon so viele damit angesteckt, aber die sind wirklich, wirklich lecker. Ich habe sie aber jetzt schon länger nicht mehr gehabt, weil ja, ich dann immer so viel davon esse. Aber wenn ich die esse, esse ich halt etwas anderes. Aber ist ja auch wurscht. Dann, normalerweise kaufe ich ja unsere Socken immer beim Primark, weil beim Primark sind die mega günstig. Aber mir ist jetzt aufgefallen, bei Action gibt es auch Socken und kosten 2,91 für 7 Paar. Habe ich mir gedacht, auch mega günstig. Also ich muss sie mal aufmachen. Aber eigentlich sollte man das nicht, gell? Da hat man die ersten Löcher drin. Wenn man das so rauszieht, zieht ihr das bei Socken auch immer so raus. Manchmal passiert es dann so, dass man die ersten Löcher hat. Also es sind Socken. Ach, die sind ja süß. Da ist sogar nochmal die Größe draufgeschrieben. Das finde ich süß. Und ich hatte schon Angst, ich verwechsel die dann immer mit meinen Socken. Aber das kann mir ja jetzt gar nicht passieren, weil bei meinen Socken steht nicht die Größe drauf. Ja, und das sind halt dann dünne Socken, finde ich am besten. Passen dann auch in den Schuhen. Da. Socken. Es sind Socken. Für 1,34. Was habe ich jetzt gezahlt? Was habe ich euch doch gerade eben gesagt? Ich habe es einmal erwähnt und dann ist es aus meinem Kopf draußen. Ist auch cool. 2,91 Euro. So, wie erledigt, gelöscht, erledigt, gelöscht, ne? Weil ich merke mir ja extra immer die Preise für euch. Aber finde ich super. Socken. 2,91 Euro, 7 Paar. Wer Socken, Kindersocken braucht. Übrigens für Erwachsene gibt es auch. Die Erwachsenensocken habe ich im Live-Haul euch auch noch gezeigt. Im Action-Live-Haul. Da habe ich euch mehr gezeigt. Ich finde halt immer, da kann man sich viel mehr Sachen zeigen, als wenn man hier nur ein Haul macht, was ich gekauft habe. Aber ist ja auch mal ganz interessant, was ich dann kaufe, ne? Dann habe ich aber auch noch ganz normale Socken mitgenommen. Weil ich mir erst gedacht habe, oh, schwarze Socken verwechsel ich bestimmt mit meinen, werden ganz viele bei mir landen, aber mit dieser Größe natürlich dann nicht. Und deswegen habe ich die dann noch mitgenommen. Da gibt es 5 Paar für 2,49 und da ist halt so ein bisschen mit Muster und sowas. Aber nicht ganz so kitschig, weil das mag die Bella nicht mehr. Also die mag jetzt da nicht unbedingt ein Pepper Troll oder eine Eiskönigin drauf haben. Die ist 7 Jahre und sie wird groß.
2,49 5 Paar, auch super günstig. Dann habe ich noch so, die waren gleich am Anfang, deswegen habe ich die gleich am Anfang mitgenommen, wobei meine Badebomben 5 Stück für 99 Cent, ich weiß gar nicht, wo die jetzt liegen, viel günstiger sind als die, aber die sind ja auch ein bisschen größer. Da habe ich halt so Disney-Dinger mitgenommen, kosten 79 Cent. Ja, sind eigentlich voll teuer, aber ich habe die Kinder lieben das. Ein Ding muss da mit in die Badewanne, weil sonst wollen die nicht baden. Oder so ein Zauberhandtuch oder dann gibt es ja auch solche Badekugeln, wo irgendeine Figur rauskommt. Irgendwas davon wollen sie immer mit in die Badewanne und wenn sowas mit dabei ist, baden die auch voll gerne. Ja. Mülltüten, da habe ich jetzt, da sind 3 Stück drin für 97 Cent. Da wollte ich aber auch mal reinschauen, weil das sind, ich habe nochmal Mülltüten mitgenommen. Das sind 5 Liter und das sind 3 Liter. Da sind 150 Tüten drin für 97 Cent und da sind, wie viel sind da drin? 30 Stück für 32 Cent. Aber ich wollte da reinschauen. Vor allem, da gibt es eine rosane Variante und eine blaue Variante. Da wollte ich gucken, duften die oder was machen die? Aber da steht jetzt auch nicht, halten Sie den Beutel von Kindern fern. Erstickungsgefahr steht da drauf. Mehr steht jetzt auf Müllbeuteln auch nicht drin. Mich hat es einfach voll im Laden interessiert, warum es einmal eine blaue Verpackung gibt und eine rosane. Keine Ahnung. Weiß das jemand von euch? Dann könnt ihr das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nicht. Und das sind jetzt die 3 Liter Beutel. Ah ja, aber die sind groß genug. Ach, das sind ja wie so Frischhaltebeutel für zum Brotzeit machen, könnte man das auch nehmen. Ne? Ja, okay, nicht ganz. So schaut jetzt ein Beutel hier aus. Das sind die, das ist die 3 Liter Variante. Also für wirklich so ganz kleine Mülleimerchen. Aber fürs Bad reicht das, glaube ich. Hoffe ich doch. Süß. Und das da kann man ja auch noch testen, damit man den Vergleich auch ein bisschen besser sieht. Wir reden hier über Mülltüten. Ja, richtig interessant. Sind hier ein bisschen größer. Sieht man das? Und da haben sie sogar einen Henkel dran. Das sind die fast besser. Und für 32 Cent, das ist ja mega, ne? Aber hier habe ich 150 Stück. Aber die kann ich auch, wenn ich mal eine Semmel einpacke, die nicht hart werden soll für den nächsten Tag, kann ich auch hier einpacken. Irgendwie süß. Bisschen klein. Also ich bin gespannt, ob die im Eimer passt. Da bin ich echt noch gespannt. So. Weil der eine Eimer zum Beispiel oben, der Eimer, also oben haben wir einen Kosmetikeimer, der ist ein bisschen größer. Da wird es wahrscheinlich nicht reinpassen. Nee. Nee, da ist der halbe Eimer noch nicht ausgefüllt. Und so billig finde ich es dann auch schon wieder. Ich glaube, ich stehe eher auf die größere Variante, wenn ich gerade das so jetzt vergleiche. Naja, ist ja egal, man muss es ja mal testen. Ich kann ja nicht im Laden eine Tüte aufreißen und mal gucken, was da drin ist. Ich konnte mir jetzt so nicht vorstellen, was 3 Liter sind. Dann habe ich ganz viel, wie nennt man das? Zuckerdekor mitgenommen, weil Weihnachtszeit, Backzeit. Wir haben ja auch schon Plätzchen gebacken, die ersten. Und es folgen mit Sicherheit noch ganz viele mehr. Und die Kinder lieben das, wenn die so eine Auswahl haben von verschiedenen Perlen. Und Leute, so ein Ding kostet nur 92 Cent. Und da habe ich doch noch eins mitgenommen. Genau, das habe ich auch noch mitgenommen. 92 Cent für so viele schöne, vor allem mit Meerjungfrau. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig rüberkommt. Mich juckt. Mit Meerjungfrau. Also das sind richtig coole, nicht nur so die Standarddinger drin, sondern richtig coole Sachen eigentlich. Überall. In verschiedene Farben. Da gibt es so viel davon. Da gibt es auch Zuckerfarbe. Also dann so, wo schon eingefärbt ist, wo man so, warum ist das jetzt so? Zuckrig. Es gibt wahnsinnig viel in der Backabteilung auch. Habe ich aber euch auch im Live gezeigt. Genau. Alles kann ich ja nicht mitnehmen, damit ich es euch jetzt hier im Hall zeige. Ich nehme ja nur das mit, was ich auch brauche. So. Ausgegeben habe ich in dem lieben Action 32 Euro und 72 Cent. Ja, ich finde es ganz gut, weil es sind ja echt viele Sachen geworden. Es ist eine Hose für meinen Mann dabei gewesen. Es sind Socken, Thermohose, Süßigkeiten, Badebomben, Mülltüten. Ach, so locker Toilettenpapier. Ich sag ja, der Laden, ich liebe ihn, weil er mega günstig ist. Schatz, schau mal, ich habe dir eine Arbeitshose gekauft. Dann soll ich die Lines auf. Schau mal, ob die dann dem passt. Nein, ich mach, hat keine Zeit. Er hat gefragt, ob ich sie gleich einsaugen soll. Aber cool, oder? Schaut doch cool aus. Ich hoffe, die passt. Ich weiß nicht, ich habe Größe 50 mitgenommen. Nee. Ist ja auch wurscht. Ich rede hier und rede hier. Dabei war das nur ein Action-Haul. Ich hoffe, euch hat der Haul gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Und über ein kostenloses Abo, falls du mich noch nicht abonniert hast, natürlich auch. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ciao, ihr Lieben.